Die letzten 18 Jahre hat diese Rebellengruppe mit Waffengewalt Kinder in Uganda und im Südsudan entführt. Ich war zutiefst schockiert. Das ist Terror, wie es ihn nicht nochmals gibt. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin ein Freiheitskämpfer, der für die Freiheit kämpft. Als ich Sam das erste Mal traf, hatte ich große Angst. Ich dachte, jetzt sterbe ich. Er war dieser zottelige Streithahn, Faustkämpfer, Motorradfahrer, dieses Gangmitglied. Meiner Meinung nach gibt es immer noch ein paar Leute, die ihn sofort umbringen würden. Heute wurde in einer Vorverhandlung des Internationalen Strafgerichtshofs ein Haftbefehl gegen Omar Hassan Ahmad al-Bashir, den Präsidenten des Sudans, erlassen. Bei seinen Opfern handelt es sich um die Zivilbevölkerung, die er als Präsident beschützen sollte. Wie Slobodan Milosevic oder Charles Taylor ist es auch Omar al-Bashirs Schicksal, sich für seine Taten vor Gericht zu verantworten. Wenn er dort rüberreiste, wussten wir nie, ob er wiederkommen würde. So bei mir selbst dachte ich, naja, dieser Typ macht einen auf Rambo. Haben Sie Menschen getötet? Ist es richtig, als Mann Gottes da draußen zu sein und Menschen zu erschießen? Menschen, die versuchen, dich zu töten, könnten genau die Menschen sein, die du versuchst zu retten. Was immer ich tun muss, um diesen Menschen zu helfen, ich werde es tun. Ich habe eine lange Zeit in der Intensität der Rolle gelebt. Im Krieg, im Kampf um die Kinder. Es ist schwer, sich überhaupt vorzustellen, dass es wahr ist. Ist es richtig zu sagen, dass Sie ein Missionar sind, oder sind Sie ein Söldner? Or are you a mercenary?